Natürliche Hausmittel gegen die Vertikulitis. Die Vertikulitis ist eine Erkrankung des Dickdarms, bei der sich in Ausstülpungen der Schleimhaut, die auch die Vertikel genannt werden, Entzündungen bilden. Die genauen Ursachen dafür sind zwar noch nicht bekannt, doch man glaubt, dass bei zu großer Anstrengung bei der Darmentleerung zu viel Druck auf die Darmwände ausgeübt wird und dies zu einer Reizung bzw. Entzündung führt. Die häufigsten Symptome einer Divertikulitis sind: Blut im Stuhl, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, unerklärliche Müdigkeit, Schwellungen, Bauchschmerzen bei Berührung. Um diese Symptome zu lindern und die Krankheit zu heilen, kannst du folgende Hausmittel ausprobieren: Kartoffeln, Kartoffeln können sehr vielseitig zubereitet werden und sind bei dieser Krankheit sehr hilfreich. Sie enthalten nämlich sowohl wichtige entzündungshemmende Substanzen als auch Stärke, welche die Verdauung erleichtert. Du musst allerdings auf Pommes frites verzichten, denn das Fett, in dem die Kartoffeln frittiert werden, nimmt der Knolle all die Vorzüge, durch die sie sich auszeichnet. Die beste Zubereitungsform ist im Backrohr, als Püree oder gegrillt. Papaya und Birne. Diese beiden Früchte sind wunderbar, um die Verdauungsgesundheit zu fördern. In Kombination schmecken sie sehr lecker und versorgen dich mit wichtigen Nährstoffen. Die Wirkstoffe dieser beiden Früchte sind insbesondere für den Dickdarm von großem Nutzen. Sie enthalten wichtige Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien, die im Kampf gegen die Symptome von Divertikulitis sehr hilfreich sind. Vitamin C. Dein Körper benötigt für viele innere Prozesse Vitamin C, deshalb ist es wichtig, den Organismus mit einer ausreichenden Menge zu versorgen. Vitamin C ist wichtig für die Zellregenerierung, die Stimulierung des Immunsystems und fast alle Körperprozesse. Bei Divertikulitis wird der Dickdarm stark belastet, deshalb ist Vitamin C wichtig, um die Heilung zu fördern und die Entzündung zu lindern. Gerste. Dieses Korn sollte bei Divertikulitis in deiner Ernährung keinesfalls fehlen. Andere Getreidearten werden in diesem Fall zwar als negativ betrachtet, doch Gerste hat stark entzündungshemmende Eigenschaften und ist deshalb ausgezeichnet, um Linderung zu erreichen. Du kannst Gerste in Suppen, Eintöpfen oder anderen Rezepten vielseitig zubereiten. Baue dieses Getreide regelmäßig in deinen Ernährungsplan ein. Knoblauch. Knoblauch ist zur Behandlung verschiedenster Leiden sehr beliebt. Diese weiße Knolle kann auch bei Divertikulitis sehr hilfreich sein. Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind sehr effektiv gegen verschiedenste Arten von Entzündungen. Da sich die Symptome bei einer Entzündung der betroffenen Region verschlimmern, kann Knoblauch sehr hilfreich sein, diese zu reduzieren. Du wirst so auch weniger Antibiotika benötigen, da Knoblauch natürlich antibiotisch wirkt.
Vermeide scharfe Gerichte. Auch wenn dir scharfe Speisen gut schmecken, solltest du darauf verzichten. Denn diese können die Symptome von Divertikulitis verschlimmern. Scharfe Speisen können die Entzündung in den gereizten Bereichen zusätzlich verstärken und den Heilungsprozess verzögern. Du solltest deshalb lieber darauf verzichten. Oregano. Wir empfehlen dir, bei Divertikulitis großzügig mit Oregano zu würzen. Diese aromatische Pflanze kann nämlich helfen, die Symptome zu lindern. Oregano wirkt antibakteriell und antimikrobiell, lindert Infektionen und hilft auch gegen Parasiten, die die Darmgesundheit beeinträchtigen könnten. Dieses Gewürz fördert gleichzeitig die Darmentleerung. Es handelt sich also um eine ausgezeichnete Unterstützung, um die Symptome bei Divertikulitis zu lindern. Rizinusöl. Eine bakterielle Infektion des Dickdarms kann auch durch eine Reinigung mit Rizinusöl gelindert werden. Dieses Öl ist allerdings sehr stark und kann deshalb auch die Darmflora beeinträchtigen. Aus diesem Grund solltest du keinesfalls mehr als die verschriebene Menge einnehmen und dich fachärztlich beraten lassen, um Gefahren zu vermeiden. Die Wichtigkeit einer korrekten Diagnose. Die Symptome von Divertikulitis können sehr einfach mit anderen Krankheiten verwechselt werden, beispielsweise mit Morbus Crohn. Es empfiehlt sich, bereits beim kleinsten Verdacht einen Arzt aufzusuchen. Dickdarminfektionen können zu ernsteren Folgeproblemen führen, wenn sie nicht rechtzeitig richtig behandelt werden. Lasse dich von einem Facharzt untersuchen und beraten. Zusätzlich zu der ärztlich verschriebenen Behandlung kannst du diese einfachen Hausmittel anwenden.